Herzlich willkommen zu einer kleinen Zeitreise durch die schöne Nintendo-Geschichte. Und wir enden hier hinten mit dem ganz neuen New 3DS XL, ganz frisch aus Australien. Und den will ich jetzt mal für euch auspacken. Unboxing-Videos, denke ich, gibt es genug. Das werden wir ein bisschen schneller durchmachen. Aber wir werden mal so ein bisschen testen und ihn mit dem aktuellen XL mal vergleichen und dann will ich euch mal zeigen, was der an Mehrwert bietet. Dann packen wir das gute Stück mal aus. Ich habe ihn jetzt selber noch nicht ausgepackt. Gucken wir mal. Scheitere ich schon an der Verpackung? Nein. So. Also, was kann ich euch schon mal erzählen? Also, wer jetzt echt Bock auf einen Import hat, der kann ihn sich jetzt aus Australien schnappen. Der funktioniert auf jeden Fall auch in dem deutschen eShop und ja, die deutschen Games werden auch alle da drauf funktionieren. So viel plieplablub mache ich jetzt nicht. Denke hier die AR-Cards interessiert jetzt auch keinen. Machen wir alles mal rüber. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Wii ist der Klossi. Hammerhart. Sieht fast aus wie so ein bisschen so eine Carbon-Optik. Also hier sind so ganz feine Streifen Gitter drin. Wahnsinn. Der sieht richtig geil aus. Das gefällt mir. Huch, der ist ja an. Habe ich den jetzt schon angeschaltet? Verrückt. Wo habe ich den denn jetzt angeschaltet? Ach, da unten. So, gehen wir auf Deutsch. Weiter. Ui. Cool. Also ich wackel jetzt hier hinten. Seht ihr das hier unten? Wenn ich jetzt hier so links und rechts mit dem Kopf wackel, also der trackt mich echt total gut. Also es ist wirklich, ja, ziemlich in Echtzeit, also gefühlt ziemlich gut. Also ihr seht, hier ist ja auch Deutschland, alles direkt drin, obwohl es jetzt der australische ist. So, jetzt haben wir beide Geräte mal am Laufen. Was ich schon immer bei dem alten bemängelt habe, wenn er hier eingerastet ist, hat er hier so leichtes Spiel. Also wenn man dann am Spielen ist, dann kann das schon mal passieren, dass der dann so blöd nach vorne kippt. Das nervt ziemlich. Also das hat der jetzt aber genauso. Der rastet zwar hier ein, man hört es, aber hier ist jetzt immer noch Spiel drin. Das nervt mich zum Beispiel. Das weiß ich nicht, warum sie das nicht weggemacht haben. Ja, ansonsten ist jetzt hier vorne nur noch ein Home-Button, wo vorher hier die drei waren. Vom Display sieht es eigentlich auch vergleichbar aus. Ich habe den 3D-Effekt jetzt ausgeschaltet auf beiden Geräten. Spiegelt natürlich jetzt alles. Der Druckpunkt fühlt sich schöner an. Viel, viel schöner als bei dem alten. Definitiv. Der kleine Knubbel hier oben, ja, das ist. Kann man den hier irgendwo. Ach, da kann man schon. Okay. Also der lässt sich im Grunde gar nicht bewegen. Also der ist steif, aber man merkt, also wie bei den alten IBM ThinkPads. Machen wir mal einen Speedtest mit der Software. Auf die Plätze, fertig, los. Fünfzehn Sekunden und sechs.
wir es jetzt mal bei dem Alten an. Auf die Plätze, fertig, los. "15:07. Ich konnte jetzt wirklich keinen großen Unterschied feststellen. Können wir mal die Startgeschwindigkeit testen von den beiden. Und los. Okay. Doch, jetzt war der neue ein gutes Stück schneller, wie ihr gesehen habt. Schauen wir uns mal das Gewicht an. Also beides die normalen Geräte. Habe ich einmal hier 334 Gramm bei dem alten und der neue ist leichter. Er ist sage und schreibe 7 Gramm leichter. Wie ihr jetzt hier seht, haben sich auch hinten die L- und R-Buttons verändert. Während der nur einen L- und R-Button hatte, der jetzt auch ein bisschen größer damals ausgefallen ist, hat der neue jetzt ein L und ein ZL bzw. ZR und R-Button. Der Kartenslot ist jetzt auch nicht mehr oben, sondern unten seitlich angeordnet. Ob ich mich jetzt hier unten mit dem Stylus anfreunden kann, ich fand den hier außen immer praktisch, den konnte man immer so schön so rausziehen. Wie es jetzt beim Spielen ist, wenn man schnell einen Stylus braucht, den muss man mehr umgreifen, für den hier unten rauszunehmen. Also seitlich hat mir es besser gefallen. Aber jetzt hier schön an die alten Super Nintendo Zeiten angelehnt, die farbigen Buttons finde ich sehr schön. Und ja, hier oben sieht man jetzt nochmal in dem Scharnier, ist so eine kleine Ausbuchtung für den zusätzlichen, ich nenne es jetzt mal Joystick. Ja, ansonsten die SD-Karte ist ja hier unter diesem Gehäuse versteckt, soweit ich weiß. Also die zwei Schräubchen müsste man dafür aufschrauben und dann ist hier eine 4 GB MicroSD schon von Haus aus drin verbaut. Ja, schönes Gerät, sieht echt schick aus, fühlt sich schön an, schöne Oberfläche. Wie ihr gesehen habt, ist hier alles direkt auf Deutsch, also man kann da bedenkenlos zugreifen in Australien. Mein Fazit zum New 3DS, muss man so machen, ohne Lampe. Ich finde ihn gut, hübsch. Der 3D-Effekt ist Bombe durch das Eye-Tracking da oben. Also der Sweet Spot geht überhaupt nicht mehr verloren. Also man kann den Kopf wackeln und der 3D-Effekt ist einfach nicht weg. Also das ist da wirklich eine geile Sache, weil auf dem alten spiele ich eigentlich mittlerweile komplett ohne 3D-Effekt, weil es witzlos ist, weil es einfach nervt. Aber hiermit kann ich mir vorstellen, dass man den dann wirklich anhat, weil das funktioniert prima. Das nächste, was mir ganz gut gefällt, ist wahrscheinlich dieser Stick. Aufgrund fehlender Software konnte ich den jetzt noch nicht wirklich testen, wie schön es sich damit spielen lässt. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall einen Mehrwert bieten. Genauso wie die zusätzlichen Buttons, die jetzt hier hinten angeordnet sind, konnte ich natürlich im Spielbetrieb jetzt auch noch gar nicht testen, aber ich denke mal, stören werden sie nicht. Also eher hilfreich. Die Druckpunkte finde ich sehr, sehr angenehm, fühlen sich sehr schön an. Was ich natürlich jetzt auch noch toll fand, war jetzt hier unten zum Beispiel mit diesem Kopfhörer, mit der Kopfhörerbuchse hier unten in der Mitte. Stört halt nicht mehr, wenn man es hier greift, wenn hier ein Kopfhörer rausguckt. Allerdings von der Performance, es wurde ja gesagt, dass der wesentlich schneller ist, konnte ich jetzt in dem Software-Test nicht feststellen, dass es da wesentlich schneller ist. Müsste man vielleicht mal im Download-Betrieb, im E-Shop soll der ja auch schneller sein, müsste man jetzt nochmal separat testen. Was hatte ich noch zu sagen? Ja, Oberfläche finde ich sehr schön, fühlt sich sehr wertig an. Das Gerät ist halt auch nochmal 7 Gramm leichter. Vielleicht auch noch ganz angenehm oder 7 Gramm ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin für ein Handheld immer gut, wenn er schön leicht ist. Ja, mein Fazit ist, mir gefällt er. Er ist vielleicht ein Hauch schneller als der alte. Das ist gut so, aber ansonsten alles andere sind tolle Neuerungen. Gefallen mir ganz gut. Bis dann, euer Sidekick.